Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Wir stehen mal wieder hier vor dem Asylum. Und ich habe mich mal zwischen den Folgen erkundigt, wie man da reinkommt. Und das ist aktuell noch nicht möglich. Er wird schon gewusst haben, was er tat, als er dich anheuerte. Genau deswegen, weil wir müssen, um da reinzukommen, die Questreihe um Edward weiter weiterführen. Sprich in dem Fall diese Gabo-Familie Sache weitermachen. Und darauf habe ich eher aktuell keine Lust. Deswegen würde ich mich jetzt eher mal um die Supermutanten kümmern, die hier sind. Weil das ist auch nicht allzu weit entfernt. Ich will gerade bloß mich da am besten hinwandere. Von hier aus rüber kommen wir ja nicht, deswegen fangen wir gleich von hier was an. Wandern wir rüber. Eliminieren ein paar Supermutanten und dann ist das wieder alles hervorragend, würde ich sagen. Ach, das sind wir die Geschmiedeten. Aber vor denen lasse ich jetzt mal lieber die Finger. Ja, was den ganzen hier ist, keine Ahnung. Jetzt Ghule alle weg. Naja, fast alle. Dann besiegen wir jetzt ein paar Grünhäute. Auch mal schön. Hey, Sumsum. Verdammt. Stehen bleiben. Ach, ihr seid einfach nur widerliche Viecher. Du auch. Auch wenn du jetzt gewartet hast. Ein Blutkäfer, der so weit abhört. Okay. Von euch sammle ich auch nichts mehr ein. So, was haben wir hier Schönes? Ist das jemand, der von mir in den Hintern getreten werden muss? Ach nee, nicht nur so ein Mr. Gasti. Wieder einmal ein ruhmreicher Tag in der US Army. Ach, ich mag die Mr. Gastis nicht. Euch loot ich aber. Ihr habt immer guten Stuff dabei. Muss ich auf hier rein?
immer diese ganzen Armeekonvois. Oh, ihr habt auch nichts Gutes dabei, ne? Na gut, der Panzer hat mir schon gefallen. Aber so mit dem Panzer durch die Gegend zu machen, wäre bestimmt auch geil. Aber leider sind die Panzer ja nicht komplett mobil. Nix drin hier. Ist ja langweilig. Das im Haus drin, okay. So. Breakout-Ufer entdeckt. Ja gut, das ist nicht so dramatisch wichtig. Ach, nee, die halt. So. Die kannst du wieder haben. Jetzt durch mit der Planke. Lendenschurz. Stimpex, Quantum. Schützturm. Toilettenhäuschen oder was? Ah. Okay. Natürlich dran gebaut, ne? Den habe ich ja da schön platziert. Eieiei. Das ist mir auch schönes. Raketen. Noch den passenden Werfer dazu. Oh, Melonen. Ach, schön viele Melonen hier. Was ist du noch? Kronkorken. Eine durchdringende Planke. Achso, wegen den Sacken dran, alles klar. Aber nein, will ich auch nicht. Und warum liegst du hier so einsam? Wollte sagen. Spiel die Rolle, die du bekommen hast. Ein Skelett.
Aber es war ja spannend genug, dass die beiden davor standen. Aber gut, mehr gibt es hier scheinbar nicht. Dann können wir auch wieder den Weg zurückgehen. Ach, der geht mir sogar. Noch irgendwo einer? Nö. Gut. Weitere gibt's hier nicht. Dann würde ich sagen. Ach, da ist eine Kiste. Ja. Auch noch eingeheimst. Warum ist hier gerade so nebelig? Was ist denn los denn hier? Bin ich jetzt doch in Silent Hill gelandet? Stehen bleiben! So. Wobei, ich weiß mittlerweile, dass sie mir auch trotzdem was tun, auch wenn ich. Auch wenn ich euch quasi dazu zwinge anzuhalten, ihr greift nach einer Weile trotzdem an. Ich bin immer noch enttäuscht von den Zimpf. Ich habe ihn extra leben lassen, wollte ihm ein schönes Leben ermöglichen und er greift mich an. Ach, Leute. Du bist noch am Leben. Das heißt entweder, dass du dich noch nicht um diese Supermutanten gekümmert hast, oder du bringst gute Neuigkeiten. Diese Supermutanten werden euch nicht wieder belästigen. Du warst wohl genau richtig für diesen Job, was? Danke. Übrigens, wir haben beschlossen, die Minutemen zu unterstützen. Wir müssen uns gegenseitig helfen, wenn sich die Lage verbessern soll. Sehr schön. Wieder mehr Minutemen, die wir retten können. Das sind die ganzen Ghoul wieder da, ne? So, auf jeden Fall ist die Aufgabe auch schon abgehakt. Sehr schön. Das wäre eigentlich auch nicht eine Idee, ne? Mit Dr. Mari reden. Weil der ganze Rest der Teile geht einfach nur an. Resten Lauschbock drauf. Wo wäre das? Da unten wäre das. Dann machen wir das als nächstes, würde ich sagen. Mal ein paar Aufgaben langsam abschließen, die wir da haben. Wird mir sonst zu viel. Sonst wird mir das alles zu viel. Was ist jetzt hier los? Ich komme wieder irgendwo hin und irgendwo. Ist jetzt auch Feuer. Ist das die Bruderschaft? Wo ballert die?
Und diese eine Raiderin hier war ja gerade total dämlich. Wen zerpflücken die da schon wieder? Ich bin verwirrt. Was ist hier schon mal los? Ich will darüber wissen, was abgeht. Ich meine, es ist irgendwie spannend, dass da drüben eine Wirtibird fliegt. Haben die das Ding jetzt abgeschossen? Bitte der Bruderschaft. Räder bitte ran. Lager aussortiert oder wird? Ach Jungs. Hast du schon mal ich hab selber drei Zoll. Hi. Kennst du diese Synths mit den Plastikgesichtern? Die finde ich echt gruselig. Jetzt rennen ja zwei Ritter der Bruderschaft lang, Alter. Ernsthaft? Und die haben die Wörterbürte runtergeballert. Also die Raider am Leben wird die Bürte runtergeballert. Ach Gott. Was wollt ihr jetzt hier? Eine andere Frage, wollt ihr jetzt hin? Ich könnte auch auf euren Fusionskern schießen. Oh, das wäre ein bisschen gemein. Vielleicht will ich mich euch anschließen. Ich weiß es nicht. Jetzt stafft ihr mit eurem Rüstung durch die Pampa bis da hinten irgendwo. Na ja, gut. Ja gut, dann belassen wir es dabei. Ich gehe jetzt trotzdem Richtung Quest. Aber epische Szenen spielen sich ab, ne? Denkst du nichts Böses? Kommt da ein Vertibird angeflogen? So, Silver Shroud ist mir egal, das haben wir erledigt. Jetzt war das schon wieder irgendwo. Oh, kommt jetzt der nächste an. Das ist schon der nächste. Alter, Leute, was ist hier los?
Rottet die Bruderschaft jetzt die ganze Gegend hier aus? Das ist gerade geilen Stuff, ein bisschen Legendary gewesen. Oder Legendärer. Dankeschön dafür. Ja, das möchte ich. Du bist nicht der Legendäre. Wo ist der Legendäre hin? Achso, den habe ich pulverisiert, okay. Was ist da schon los gewesen? Ich komme hier irgendwo hin und von allen Seiten wird geschossen, fliegt irgendwas. Ist mit denen beschäftigt? Ernsthaft? Schöne Explosion. Und Mr. Handy. Ihr habt euch also nicht mit den Ghoulen durch die Gegend gepult, oder? Ah ne, mit legendären Raider. Okay. Hm. Aber von euch hat diesmal keiner überlebt. Warte mal. Ach, scheiße. Sag nicht über der Super Roboter von den Gabbits. Das wäre natürlich ungut gewesen. Weil ich habe auf den jetzt auch geschossen. Gerne Notiz. Gerne Notiz. Mal lesen, was der Schönes hat. Ich habe die Information, die Bande im Orden Porn sieht gefährlich aus, aber ihr Anführer hat das Jagdquerding, wie der Kontakt es gesagt hat. Mit dem richtigen Trupp können wir uns das Teil holen. Im Orden Porn. Wo liegt im Orden Porn jetzt schon noch? Ach, das ist dieses Ding da. Ja gut, aber da will ich jetzt erstmal nicht hin, Dankeschön. Erstmal nicht. Später vielleicht. Jetzt erstmal ganz nett zu den Gadgets. Waren die Gadgets nicht hier? Hier sind doch ja. Privateigentum. Vielleicht hier? Ja. Das waren die definitiv. Sorry Leute, euer Wachroboter ist tot. Ich habe ihm Reste gegeben. Ungewollt, versteht sich. Das war natürlich nicht gewollt von meiner Seite aus. Ich meine, man hat erstmal die Bruderschaft draufgeballert, ne? Ich hab bloß den. Ich hab mal Rest gemacht.
Das war mal ein Morus-Ratter gewesen. Aber ich soll nicht mitnehmen. So, welche Aufgabe ist das meine aktive? Enten, ja. Da wollte ich seit Ewigkeit nehmen und wird von beiden Seiten gefühlt mit Vertibirds und sonstgleichen angegriffen. Lebst du denn noch, du Scheißding? Naja. Du bist ja neben mir. Ich hab dich gar nicht mehr gesehen. Du hast dich gerade außerhalb meiner Schussweite verdünnisiert. Ob du Gottes Willen. Ja gut, ich habe jetzt gerade nichts eingesammelt gehabt, ne? Ich werde den Tisch mal ganz kurz. Da ist nichts, oder? Aber der ganze Rest, da war ja nichts unterwegs. Habe ich jetzt die Aufgabe mit dem Wardenpond noch? Okay, die habe ich jetzt gerade nicht. Der war hier hinten noch, das weiß ich. Aber die sind ja auch die will ich auch gleich besiegen. So, nur mal ganz kurz. War schon die Nachricht lesen. Jetzt schon weiß ich. Hab die Aufgabe. So. Dankeschön. Der hat sich mir jetzt gerade ein bisschen sehr schnell genähert, der Yaogai. Da war ich jetzt nicht drauf gepasst, bin ich ehrlich. Hoppala. Mit dem habe ich jetzt wahrscheinlich nicht gerechnet, dazwischen. Aber ich möchte ihn jetzt trotzdem besiegen, weil... Ja gut, ich habe den auch nicht komplett voll geheilt. Angegriffen, ne? So, wir machen das System und dann... Dauerfeuer. Was sind die Augeweiß eigentlich? Sind das Bären? Die Bären sind hässlich, das steht fest. Aber seid ihr Bären oder was seid ihr? So, mehr Gefährlichkeiten gibt es ja anscheinend erstmal nicht. Er legt den Weinfleisch unter dem Spielplatz. Oder auch im Spielplatz, bis, eigentlich unter dem Ding. Zwei Betten. Und der Brand anscheinend irgendwie... Ach, hier ist eine Power-Rüstungsstation, okay. Ich meine, gut, ich brauche jetzt keine Power-Rüstung. Station. Meine ist ja zu Hause bei mir. Ja. Aber schön, dass es die hier gibt. Schön, dass es die hier gibt. Kann nicht verkehrt sein. So, aber eigentlich wollte ich immer noch ganz woanders hin. Und zwar ganz, ganz woanders hin. Mal durchgucken, ob es da welche Fallen gibt. Oder ist gleich noch ein bisschen Voltec Regionalhauptsitz. Wait, what? Es war nicht geplant. Voltec Regionalhauptsitz. Na, guck einmal an. Ich will rein. Ich müsste eigentlich, ne? Oder ist das Gebäude einfach nur zierde? Da guck ich mal nicht rein. Ah, ja, wir nehmen einfach die Tür, würde ich sagen. Will ich dann nächste Woche rein. Nächste Folge reingehen? Das wäre eigentlich eine geile Idee. Ja, wisst ihr was? Da gehen wir nächste Folge mal rein. Wir gucken uns mal das Voltec Regionalsitz an. Könnte spannend werden. Eventuell. Ich bedanke mich erstmal fürs Dabeisein und fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge, ja, besuchen wir mal Voltec. Den, naja, Verursacher allen Bösen, würde ich sagen. Ich sag Dankeschön und bis dann und
Ciao.